meisten haben es jetzt mittlerweile akzeptiert, aber am Anfang ist es immer so, wow, Laura, wie, du machst Skispringen? Da muss ich halt schon immer viel erzählen, dass wir das im Sommer machen. Im Winter meistens gar nicht so viel springen, weil wir die Schanzen natürlich auch präparieren müssen. Aber es werden halt immer schon viele Fragen gestellt. Es ist halt schon immer erst Gesprächsthema. Aber mittlerweile finden das alle doch ganz cool. Das war eigentlich eher spontan. Mein Papa ist damals zufällig durch Meinerzhagen durchgefahren und hat dort die Schanze gesehen. Dann sind wir spontan einfach hingefahren und dort habe ich dann meinen jetzigen Trainer kennengelernt und dann bin ich einfach irgendwie da hängen geblieben. Also für viele sieht es halt relativ einfach aus, glaube ich. Es ist halt aber trotzdem, also es ist eigentlich eine einfache Bewegung, die aber trotzdem halt sowohl körperlich als auch geistig relativ komplex ist. Und ich glaube, das Schwierige daran ist einfach, das alles zu vereinen, das alles auf den richtigen Zeitpunkt zu machen und es auch dann mit dem Kopf zusammen zu machen. Also wir sind hier in Bessenbach, im unterfränkischen Kanton, nördlich von Bayern. Wir haben als Jugendliche selbst schon eher vorgezogen, Ski zu springen, als alpinen Skilauf zu machen. Das ging, es gab entsprechende Möglichkeiten. Ski waren auch recht bald gefunden, Schuhe konnte man sich auch besorgen, also war alles kein Problem. Nur die Anzüge, so wie man sie damals schon im Fernsehen gesehen hat, die gab es ganz einfach nicht. Und aufgrund der Tatsache, dass unser Vater schon auch in zweiter Generation in der Verkleidungsbranche tätig war, hat er kurzerhand entschieden, es kann ja jetzt nicht so schlimm sein, so einen Anzug zu machen. Und hat einfach mal aus eigenen Stücken da was kreiert und für uns gemacht. Das war der Anfang und es ging auch dann recht zügig. 2 Jahre später wurde schon die deutsche Nationalmannschaft ausgestattet und im Anschluss auch dann wurde es schon international. Wir sehen es von aller Anfang an so, dass der Sprunganzug als solcher jetzt nicht ein Bekleidungsstück ist, sondern es ist vielmehr ein Gerät, ein Sportgerät, das auf die Bedürfnisse, auf die Athleten abgestimmt ist. Das kann ein großer, langer Athlet sein, das kann ein nordisch Kombinierer sein, der muskulöser ist. Das ist sehr individuell, keiner ist gleich, obwohl alle in Richtung leicht und wenig Körpermasse hingehen. Trotzdem ist jeder Körper anders und da müssen wir uns eben auch entsprechend anpassen und für den Einzelnen das Bestmöglichste halt versuchen rauszuholen. Und das ist auch die Mission, für die wir tagtäglich aufstehen. Wir haben dann irgendwann eben begonnen, was Spezielles zu entwickeln. War ein langer Prozess, aber schlussendlich ging es so aus, dass die Grundlagen der damaligen Entwicklung noch heute den Standard bilden für die Materialien, die noch immer im Einsatz sind. Da im Wesentlichen durch auch Luftdurchlässigkeit, um Dicke, um Flexibilität und alles, was der Anzug eben benötigt. Insgesamt bewegen wir uns so bei 10 bis 12 verschiedenen Farben. Es kommt auch immer mal was Neues mit hinzu. Es gibt Standards, die sind meistens farblich immer relativ gleich. Aber ein gewisser Teil davon, der ändert sich im Prinzip permanent. Prinzipiell haben wir nichts dagegen, wenn sich die Nationen also hier da spezialisiert haben, sich nicht so hinter die Kulissen schauen lassen möchten. Und das ist oftmals ganz schnell, ne, dass man während dem Wettkampf noch mal was ändert. Da muss ich auch sagen, das ist in der Form eine gute Sache, weil wir könnten es nicht, wollten es auch gar nicht. Und die Nationen fahren damit ganz gut. Und letztendlich es ist es in der Praxis so, dass wenn Maß einmal passt und entsprechend der Anzug angepasst wurde, dass der Athlet dann in der Nachfolge nicht mehr erscheinen muss und dann, dass es eine Produktion auch auf Distanz möglich ist. Ich möchte jetzt sagen, keinem Ausrüstungsgegenstand die Funktion oder die Wichtigkeit absprechen, aber der Anzug ist eben der Teil, der die größte Fläche ausmacht in dem ganzen Sprungablauf, in dem ganzen Sprunggeschehen. Und deshalb ist die Wertschätzung auch entsprechend hoch.